Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Der leuchtet ja schön. Ich habe übrigens ein Foto von dem wundersamen Tier gemacht. Das kann ich kurz mal zeigen. Da. Ist es nicht wunderschön? Ich konnte es endlich nachholen und ja, erstmal... Oh, hallo. Vielen Dank für die Kommentare unter den letzten Folgen. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für eure Däumchen. Ich habe mich... Ja, vielen Dank für den ganzen Zuspruch auf jeden Fall. Ich habe mich anscheinend doch nicht so doof angestellt in letzter Zeit. Und ich habe ein bisschen gespielt zwischen den Folgen, also zwischen dieser und der letzten. Und zwar habe ich einfach Materialien gesammelt, um meine Sachen so ein bisschen aufzuwerten hier, ne? Und ich habe mir noch den Helm gekauft und aufgewertet direkt. Ja, mehr ist eigentlich nicht passiert. Materialien sammeln, Rüstung aufwerten. So, wir widmen uns jetzt der Ballade von Revali. Und zwar haben wir da drei Aufgaben und die eine Aufgabe mache ich direkt mal hier. Zitterling. Ach ja, nach Zitterling hatte ich ja gesucht. Gesucht. Hoppala. Ich mach mal wieder auf Schreiner. Ein paar fehlen ja noch. Wir teleportieren uns jetzt hier hin. Habe ich genug Pfeile? Wir können gleich gerne nochmal in die Questbeschreibung gucken. Was wir hier genau machen müssen oder was das Lied uns verraten hat. Genau. Und ein paar Sachen habe ich verkauft. So Sachen, von denen ich, weiß nicht, 500 hatte. So Boblin, Bockblin, Hörner, Dingsbums, so ein Zeug. Und Edelsteine. Ich brauche was Wärmeres zum Anziehen. Noch wärmer. Oder, warte mal, habe ich was Feuriges? Ja, oder ich lege eine Feuerlanze an. Das geht auch. So. Und ich mache wieder mehr Fotos. Bäh. Von den ganzen Sachen. Das ist schon ganz rangezoomt. Warte. Ich will den Bock bedienen. Ja, so. Dankeschön. Tschüss. Genau. Wir wollten ja hier reingucken. Moment. Da. Ein Horn des Drachen aus Feuer. Das brauchen wir auch noch. 4 Ziele zu treffen, ohne zu zagen. Also in einmal runterfallen oder so. Habe ich genug Pfeile? 4. Super. Vielleicht kriege ich noch welche. Ansonsten benutze ich halt Feuerpfeile. Davon habe ich mehr. Ich muss immer wieder ein paar Monsterlager. Die haben nicht immer so geleuchtet, oder? Ein paar Monsterlager niedermetzeln und bei den Stellen Pfeile kaufen. So, Bögen habe ich ja eigentlich genug. Drück trotzdem 8-mal A. Gut, dann... Oh, ich kann auch... Ja, ich nehme Feuerpfeile. Ich hoffe, das geht klar. So, am besten kein... Ja, nee, ich möchte nicht ganz nah ranzoomen. Ich möchte... Oh, wir könnten auch 3 Pfeile verschießen. Why not? Ja, ein paar kleine Leunen habe ich auch niedergemetzelt. So, 1, 2, 3. Ich hätte mir das besser überlegen sollen. Oh. Ja, nein. Das war doof. Ich hätte dich einfach drauf losspringen, ist keine gute Idee. Machen wir es einfach so. Zack. 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 Und zack. Ein Schrein in der Nähe. Ach, stimmt ja. Ich habe jetzt 4 getroffen, aber ohne zu zagen heißt das... Heißt das eventuell... Oh Gott. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ah, ich sterbe. Hm.
Oder muss ich mit jemandem reden dafür? ohne zu sagen, könnte vielleicht heißen, dass ich in diesem Modus bleiben soll, in diesem Zeitloop-Modus. Denke ich. So, so sehe ich vielleicht mehr. Aber hier steht ja auch niemand zum Reden, ne? Also nicht, dass ich da irgendwie das erst antriggern muss oder so. Es gilt, 4 Ziele zu treffen, ohne zu zagen. Vielleicht ohne dabei drauf zu gehen. Das könnte natürlich auch sein. So, 1, 2. Ich könnte mich dann umdrehen. So, 1, 2, 3, 4. Ah, nein. Ich bin schon wieder... Ja. Wie schnell die Ausdauer weggeht. Hammer. So, das sind 4. Ah, Ausdauer, nein! Nein! Ich habe die Befürchtung, ich mache es falsch. Ja, nur so ganz leicht. Was war denn jetzt, was habe ich denn jetzt anders gemacht? Vielleicht habe ich... Egal. Ist geschafft. Ich denke, ich hätte... Also ich muss in diesen Zeitlupen-Modus die ganze Zeit bleiben, glaube ich. Und nicht zwischendurch pausieren. So, jetzt ist der Schrein absolut in der Nähe und zwar da unten. Ist das der Schrein, der in der Nähe ist? Oder gibt es ihn noch irgendwo einen? Man weiß es nicht genau. Ah, wie viele... Warte, wenn... Die Ballade der Recken, ne? Da hatten wir ja schon auf dem vergessenen Plateau 4 Schreine. Und wenn jetzt zu jeder Aufgabe, die daraus resultierte, nochmal 3 Schreine kommen, sind das ziemlich viele Schreine. So, führende Winde. Der Wind führt mich. The Wind of Change. Habe ich was zum Wegwerfen? Wenn ich mit dem Bumerang dagegen werfe, ist das nicht so förderlich. Aber komm, die Waffe brauche ich nicht. Darf ich die bitte werfen? Ich möchte keine Pfeile verbrauchen. Dann lieber Waffen. Das ganze Ding dreht sich. Interessant. Warte. Warte. Du musst warten. Warte bitte. Bitte warten. So. Ich habe keine Waffe. Hier, nimm das. Okay. Wo muss ich hin?
Ich will dahin. Los, rauf da! Geil. Das war mehr als knapp, aber... Ich muss noch höher kommen. Hä? Was macht hier solche Geräusche? Warum macht das solche Geräusche? Ich bin vom Winde verdreht. Okay, Moment. Irgendwas macht hier noch Geräusche. Ah, guck mal. Da unten. Uah. Wo bin ich? Achso, da. Nehmen wir halt Feuerpfeile. Warum nicht? Au, au, au. Okay. Das war Bomben. Ah, es waren gar nicht mehr die Feuerpfeile. Es waren Bombenpfeile. Autschi. Ich brauche dringend mehr Pfeile. Okay. Oh, ja. Das war schön blöd. Das war richtig schön blöd. Okay, tschüss. Jetzt mal mehr Konzentration hier. Kann ja gar nicht annehmen. So, jetzt, wurde noch was anderes aktiviert. Okay. Ah. Verstehe. Das benötigt dann gleich das richtige Timing. So. Na, schön da rein. Nein. Ah, nee. Anders. 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 Ich weiß wie. Alles gut. Ich würde mich gern andersrum hinrichten. Also nicht hin... Also, ne? Andersrum. Ah. Machen wir es so. Okay. Das heißt, ich komme hier rauf und ich komme... fast... Hilfe. Hier geht noch irgendwas... Ach nee, das war das von gerade, das auf uns zugeht, natürlich. Natürlich, warte das. Da ist auf jeden Fall noch was. Okay, ich warte kurz. Alles in Ruhe. So. Na, ich komme ganz gut hoch, so, ne? Das fehlt mir noch. Wie komme ich denn daran? Da sind ja auch Gitter. Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Muss mir das Ganze kurz mal näher angucken. Oder kann ich einfach durchschießen? Ich meine, das sind ja nur Gitterstäbe. Da oben leuchtet es. Nur Gitterstäbe. Oh doch, tatsächlich. Bin jetzt fest davon ausgegangen, dass dass es nicht funktioniert. Aber es funktionierte. Okay. Alles gut. Ich bräuchte dann mal die erste Plattform wieder. Könnte ich bitte... Wind? Da. Na, komm, na, oh. Ich
bin so ungeduldig. So. So, dann einmal hier drauf, bitte. Und einmal hier drauf. So. Und einmal hier drauf. Und schlussendlich hier drauf. Und dann... Yay! An die Kiste komme ich aber nicht ran. Nicht von hier. Aber dahinter ist direkt noch ein Luftstrom. Ah, hallo. Ich sehe das. Da drunter, da drin, dahinter. Dahinter, ganz sicher. Hier bin ich. Was? Okay. Natürlich habe ich keinen Platz, wie immer. Was tue ich denn mal weg? Das ist das Schwächste, was ich habe, also kommt das weg. So, oh, da fliegt es. Ihr Schatzsäbel und Schatzschild sind natürlich in Hateno, ne? Da hatte sich der ein oder andere gesorgt. So, hallo, das waren dann auch alle, ne? Ja. Ich habe verdammt wenig Herzen, aber die werden mir ja gleich wieder aufgefüllt. Ach ja, und einen weiteren Herzcontainer hatte ich mir auch geholt. Wir hatten ja 7 Zeichen der Bewährung. Da bin ich mir ein Herzteil abholen gegangen. So, Dankeschön. Zeichen von Medo. Okay, das ist was anderes. In seinem Bestreben, einen Titan zu steuern, stellte sich der Träger dieses Zeichen einer Prüfung des Windes. Auf 3 Zeichen folgt eine neue Herausforderung. Cool. Damit habe ich jetzt nicht gerichtet. Cool. Zamle. Ja, ihr wisst schon. Ihr könnt ja lesen. So, noch 2 auf jeden Fall. Sagst du noch was? Nein, er geht weg. Okay. Dann steige ich einfach auf Medo drauf, ne? Und dann fliege ich über ganz Hyrule und in Ganon einfach rein. Mit dem ganzen Gerät. So, wie sich das gehört. So. Als nächstes. Warte, wo bin ich denn gerade hier? Genau. Hier in die Gegend muss ich hin. So sieht das nämlich auf der einen Karte aus. Und deswegen werden wir uns hierhin teleportieren und dann dahin kraxeln. Hier ist auch noch ein Schrein. Habe ich mal beim Sammeln und Erkunden entdeckt. Ja. Sandrobben. Oh, wie toll die Titanen da alle rumspringen und fliegen, ne? Wobei ich ja das Kamel zum Schluss gemacht habe. Aber es ist trotzdem als drittes quasi aufgeführt. Oder wenn man von der anderen Richtung guckt, als zweites. Ausrüsten, dann ist mir wieder schön warm. So. Könntest du vielleicht mal klettern? Das wäre ganz nett. Hier ist doch die Schneehütte. Genau. Ich muss jetzt auch in die Richtung, ne? Ja. In die Richtung gehen wir dann. Die Schneestiefel wären jetzt toll. Die muss ich auch noch holen. Joa. Na, sieh mal eine an. Ein Schrein in der Nähe. Ich weiß, der ist, glaube ich, zu weit weg dafür. Ich wollte eigentlich beschleunigen bis hierhin. Ich glaube, der ist zu weit weg dafür, dass der Schreinsensor hier angeht. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Weil sonst... Ja, nee, das ist der nicht. Es ist ein neuer Schrein. Ja! Der... Huch, hallo.
In dem Loch gerade, bei diesen Flugtests. Hahai. Hat der Schreinsensor aber auch nicht mehr reagiert, nachdem ich den Questschrein gemacht hatte, ne? Kann sein, dass der Schrein dann direkt zur Aufgabe gehört. Na, Mano. Hallo. So, tschüss. Hallöchen. Ich würde sagen, wir haben die Ringe gefunden. Den nehme ich mit. Ja, hallo? Dann kann ich die Markierung direkt wegmachen hier. Guck mal, da zum Blitzer-Stern ist im Wegtal. Wollte ich auch noch hin. Blitzer. Blizzertal. Ich bleib mal kurz hier stehen, ne? Oder ich mach das Feuer hier an. Ah. Was nehmen wir denn da? Ich nehme das hier. So. Ah, schön warm. Ich muss die Waffe wieder wechseln, sonst ist mir gleich kalt. Ich könnte mich auch umziehen, da habe ich jetzt aber gerade wenig Lust drauf. Was mir auch aufgefallen ist, übrigens bei meiner Rüstung, hier bei dem Set hier, eigentlich Set, ne? Wenn ich alles drei anziehe, kriege ich keinen Bonus und dann ist mir aufgefallen, dass hier heißt Anti-Schneefedern, Orni-Gewand und Orni-Hose. Wieso nicht Orni-Federn? Irgendwas fehlt mir da, glaube ich. Damit es ein Set wird. Der Eisblock ist sehr groß. Ich glaube, da müssen wir gleich auch noch mal kurz stehen bleiben. Gehst du jetzt weg? Geh weg. Geh weg. Kleiner Eisblock. Okay. Das ist ein sehr großer... Das sind sehr große Eisblöbbels. Ich glaube, da drin ist dann ein Schrein. Ich bleib mal kurz hier stehen. Eine ganze Weile. Es schmilzt. Man hört es. Es schmilzt. Also ich gehe mal ein Stück weg. So, dass ich nicht draufschlage und das trotzdem schmilzt. Und ab und zu mache ich einfach den hier. Dann sollte das doch schneller gehen, oder? Oh, ich bleib hier stehen. Okay, ich hab... wow, ich hab mich voll erschrocken. Alter Vater, ey. Jetzt ist mir aber auch kalt. Jetzt, wo meine Feuerlampe kaputt ist. Also mit dem habe ich echt nicht gerechnet jetzt. Mit dem Herrn hier, der einfach auf dem Boden liegen bleibt. So. Oh. Uff. Och nö, ehrlich jetzt. Ehrlich. Sind das die Bombenpfeile? Nee, das sind die Feuerpfeile. Dankeschön. Ja. Der Schrein hat jetzt zwar nichts mit der Ballade zu tun, aber wir machen ihn trotzdem. Okay. Dann lege ich mal mein Zeug an. Hier, lass uns das hier doch anlegen. Sieht besonders hübsch aus. Und dieser Beinschutz. Genau. Hoppala. Oder nehme ich die? Ich nehme den hier. Ja, ich bleib dabei. Ich habe ja mal bemerkt, dass das Masterschwert bei diesen kleinen Wächtern nicht wirkt. Ich kann es gerne nochmal kontrollieren. Also was heißt nicht wirkt? Es wird nicht stärker. Ich gehe jetzt mal
an den dran und ist es immer noch auf 40. Was habe ich denn jetzt angelegt? Achso, so ein Bumerang. Wollte ich gar nicht. Ja. So. Und dann... Oh, 51. Das ist sehr geil. Dann nehme ich diese Axt hier. Ups. Wo bist du? Da. Au. Mann, diese Kamera. Oh nein, bitte nicht. Habe ich hier nichts, irgendwas zum Abwehren dann dafür? Nee, okay. Wow, der springt ja dabei. Nee, nein, nein, nein. Ah, wunderbar. Na toll. Vielleicht nehme ich doch das Masterschwert. Geht schneller. Lalala, lalala. Obwohl, nein, er macht diesen Dreher, ne? Genau. Drehattacke! Nein, aber bitte nicht wehtun. Ja! Da. Nein, 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 nein. Bitte, aua. Ich sehe nichts, danke. Spring, spring! Oh, Mist. Spring, 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 spring! Na toll. Ich wollte springen. Dann halt nicht. Wir haben es gleich. So, jetzt macht er den, genau. Aber vorher mache ich dich platt. Hoffe ich. Oh Gott, um Gottes Willen. Mach ihn bitte vorher platt. Hier. Huh. Das ging gerade nochmal gut. So. Immer her damit. Ich brauche neues Zeug. Ich habe mir ja diesen Helm gekauft und aufgewertet. Da brauche ich ganz viel neue antike Materialien. So. Das wäre gemeistert. Dankeschön. Nette Angriffszahlen. Muss man ja sagen. Oh, Angriffswerte. Angriffszahlen hört sich komisch an. Dankeschön, ein Zeichen der Bewährung. Ein weiteres Herzteil. Herzcontainer, nicht Teil. Ja, toll. Ja, ja, mir ist kalt. Ich wollte eigentlich, wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Ich kletter einfach. Da kann ich nicht. Das finde ich kacke, dass man hier nicht einfach normal wieder rauskommt. Also, was heißt normal? So. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls du noch nicht genug von mir hast, findest du hier rechts ein weiteres Video von mir oder die Playlist zu diesem Projekt. Hier links oben kannst du meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht hast. Und hier links unten kommst du zu meiner Tipi-Seite, falls du mich noch ein klein bisschen mehr unterstützen möchtest. Ich freue mich über jeden Kommentar und jedes Däumchen und bis demnächst. Tschüss.